Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank auch für das zahlreiche Erscheinen. Ich gebe jetzt erstmal meine Präsentation frei. Worum geht es heute? Es geht um die Daten, die wahrscheinlich die meisten, wenn nicht alle von uns irgendwo im Netz hinterlassen. Und ja, ich werde so ein bisschen etwas erzählen über eine Recherche, die ich vor einigen Jahren im Rahmen ja, des Buchschreibprozesses gemacht habe. Das Buch heißt Die Daten, die ich rief. Und jetzt muss man sagen, dass ich in den Jahren, bevor das Buch erschienen ist, mich sehr viel mit dem Thema Datenschutz beschäftigt habe. Ich habe unter anderem auch für die Verbraucherzentrale Bundesverband gearbeitet, habe bei der Kampagnenplattform Campact zahlreiche Kampagnen zum Thema Datenschutz geleitet. Da ging es unter anderem um Vorratsdatenspeicherung, aber eben auch um Datensammlungen von Konzernen. Und das ist ein Thema, das für mich ziemlich wichtig ist, weil ich glaube, dass ja die Frage, wer was über uns weiß, gerade in einer Demokratie auch etwas über Machtverhältnisse aussagen kann. Und die Möglichkeit, eben auch sozusagen ein Opt-out zu nutzen oder Nein zu sagen zu Datensammlungen, ganz essentiell ist, um irgendwo auch einen Selbstentfaltungsraum für sich, aber auch natürlich auch für Jugendliche, für Kinder zu haben. Und ich habe mich damals entschlossen, ich möchte ein Buch schreiben, wo ich Menschen erkläre, warum ich das Thema Datenschutz so wichtig finde. Und erst einmal habe ich mich gefragt, naja, wie stelle ich das so an? Und habe erstmal so ganz viel recherchiert, mir angeschaut, was für Argumentationsmuster gibt es. Und was dann am Ende, ja, der Einstieg in mein Buch war, war aber etwas, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, nämlich im Rahmen. Also in dieser Zeit war es so, dass ich ja angefangen habe zu schreiben, schon mal an den einzelnen Kapiteln. Ich habe mich aber gefragt, wie mache ich das mit einem Beispiel jemandem klar, warum Datenschutz ein Problem ist oder warum wir überhaupt in unserer Gesellschaft gerade uns vielleicht auch in einer Phase befinden, wo man bei sehr offensichtlichen ja, Privatsphäreninteressen plötzlich Abwehrkämpfe führen muss gegenüber Unternehmen, die wir vielleicht vor 10, 20 Jahren nicht so geführt hätten. Und ein Beispiel, was mich da so sehr überrascht hat, was mir quasi so entgegengestolpert ist, hat sich zugetragen beim Besuch einer Berliner Sauna. Ich bin mit einer Freundin in der Sauna gewesen. Wir hatten einen super tollen Tag und dann haben wir uns danach irgendwie umgezogen. Da gibt es so Großraumumkleiden. Und als ich dann so fertig war, bin ich rausgegangen und dann habe ich plötzlich dieses Schild gesehen, was Sie hier auch auf der Folie sehen. Und da drauf stand: Dieser Bereich wird aus Sicherheitsgründen videoüberwacht. Die Aufnahmen werden ausschließlich im Schadensfall eingesehen. Alle aufgezeichneten Daten werden nach 12 Stunden gelöscht. Nicht einsehbare Kabinen stehen Ihnen in allen unseren Umkleiden zur Verfügung. Ja, diese nicht einsehbaren Kabinen habe ich dann gesucht. Das war so ein kleines, ja, ungefähr einmal ein Quadratmeter großes Kabuff in der Ecke. Das war überhaupt nicht auffällig. Und man muss ja sagen, naja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das wahrscheinlich genutzt. Aber wer rechnet denn damit, in einer Umkleide, wo alle nackt sind, videoüberwacht zu werden? Ja, also es ist halt so etwas offensichtlich Übergriffiges, dass man vielleicht auch gar nicht darauf achtet, ob da ein Schild ist. Und ich bin da mit einem ganz flauen Gefühl nach Hause gegangen und habe mir auch überlegt, nee, das möchte ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Ich schreibe jetzt den Saunabetreiber an oder ich rufe den auch an und frage, was ist da eigentlich los? Weil ich dachte, vielleicht ist es ja so, dass der das gar nicht weiß, dass das passiert und da hat halt irgendein Manager eigenmächtig einfach mal ja, so eine Videokamera installiert. Und das, was ich dann bei diesem Telefongespräch erlebt habe, das möchte ich euch gerne anhand eines Ausschnitts aus meinem Buch vorlesen. Ein erstes Telefongespräch mit dem Saunabetreiber verlief wenig erfreulich. Selbstverständlich beteuerte man, die Aufnahmen würden nach wenigen Stunden gelöscht und nur abgerufen, wenn es zu einer Straftat gekommen sei. Die Frage, ob bei einem einfachen Handtaschendiebstahl dann ein Haufen Polizisten sich Nacktbilder von mir ansehen dürfe, musste der Mann am Telefon dann trotzdem mit Ja beantworten. Wie viele Mitarbeiter Zugriff auf die Aufnahmen haben und ob es eigentlich Kontrollen gibt, damit sich niemand die Filme als Abendunterhaltung kopieren kann, fragte ich dann gar nicht mehr. Denn bereits nach meinem Hinweis, dass es schwerlich mit dem Jugendschutzrecht vereinbar sei, sogar Minderjährige nackt abzufilmen, wurde mein Gegenüber recht ungehalten. Der Saunabetreiber erklärte mir, die Überwachung sei nun einmal wegen der großen Zahl aufgebrochener Schließfächer notwendig. Auf meine Nachfrage hin,
Wie viele Einbrüche es in der Filiale denn vor Einbau der Kameras gegeben hätte, wurde er jedoch einsilbig. Ah, das könne man nicht so genau sagen, sagte er. Schließlich seien die Kameras vom ersten Tag an da gewesen. Ja, und ich muss sagen, ich war so ein bisschen fassungslos nach diesem Gespräch, weil das so ja, ziemlich viel auf den Punkt bringt, was ich an der Entwicklung der letzten Jahre kritisch sehe. Überwachung ist so selbstverständlich geworden, dass man sich gar nicht mehr fragt, was könnten eigentlich Lösungen aussehen, die datenschutzfreundlich sind. Also nehmen wir mal das Beispiel mit der Sauna und den aufgebrochenen Schließfächern. Es gibt sicher andere Saunen, wo Schließfächer aufgebrochen wurden. Naja, also das ist halt ein relativ normaler Fall, würde ich sagen. Und da könnte man ja sagen, naja, dann bringen wir die Schließfächer eben dort an, wo regelmäßig Menschen vorbeigehen, wo sich nicht einer einfach im Versteckten daran zu schaffen machen kann. Oder man könnte ja sagen, wir stellen mehr Personal ein, die eben auf so etwas achten. Aber stattdessen hat man dann einfach gesagt, naja, wahrscheinlich ist die Videokamera die günstigere Lösung und hat dann einfach eben die Besuchenden, die nicht dieses Schild gesehen haben, nackt abgefilmt. Ich habe das dann natürlich nicht so auf mir sitzen lassen. Ich habe das dann der Berliner Aufsichtsbehörde für Datenschutz gemeldet. Die fand das dann auch nicht so toll und ja, daraufhin wurde der Saunabetreiber dazu verpflichtet, in Zukunft alle Menschen, die dort sich eben umziehen wollen, beim Eingang zu fragen, möchten sie sich lieber im videoüberwachten Bereich oder im nicht videoüberwachten Bereich umziehen. Ich weiß nicht, wie Sie auf so eine Frage antworten würden, aber ich habe da sehr klare Vorstellung, dass das doch einige Menschen irritieren dürfte, dass überhaupt so eine Frage gestellt wird. Und man muss aber sagen, dass ja, das auch etwas, dieses Beispiel noch etwas weiteres zeigt. Ich bin jemand, der schon auf seine Privatsphäre achtet, auch auf Datenschutzerklärungen achtet. Ich lese die auch ab und zu mal. Man muss aber sagen, naja, also wenn selbst jemanden, der eher in Datenschutz versiert ist, es passieren kann, dass bemerkt, jemand Nacktaufnahmen, Unternehmen Nacktaufnahmen von einem erstellt, ist es ja recht klar, dass die Datenspur von Otto Normalbürger wahrscheinlich immens sein muss. Und ich habe mich gefragt, naja, also vielleicht ist es ja ein guter Ansatz für so ein Buch über Datenschutz, mal ganz konkret zu schauen, wie sehen eigentlich solche Datenspuren von Menschen aus? Und das Erste, was ich dann gemacht habe im Anschluss, im nächsten Schritt war, ich habe mir überlegt, wie sehen eigentlich auch solche Kundenbindungsprogramme aus? Also wir alle kennen das, wir gehen zum Supermarkt, wir kaufen etwas und dann werden wir gefragt, sammeln Sie Punkte? Da gibt es unterschiedliche Programme, unter anderem die Deutschlandcard. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir eine Deutschlandcard online geklickt und bin dann erstmal bei einem Berliner Edeka einkaufen gegangen. Dann habe ich alle möglichen Produkte gekauft, beispielsweise eine kleine Flasche Jägermeister, aber auch Eier. Ich habe Shampoo gekauft, alles Mögliche und bin dann nach Hause gegangen. Ein paar Tage später habe ich dann eben online geschaut. Man kann sich da online einwählen, was für Daten wurden eigentlich da gesammelt. Und da habe ich erstmal ja, nur so eine Punkteübersicht gesehen und dann dachte ich so, das sind wahrscheinlich nicht alle Daten, die bei so einem Einkauf gesammelt werden. Also habe ich Deutschlandcard angeschrieben und gesagt, so hallo, mein Name ist Katharina Lukun, ich habe bei Ihnen so eine Karte und ich bin einkaufen gegangen und ich möchte gerne wissen, was für Daten Sie über mich gespeichert haben. Was viele nämlich nicht wissen, ist, dass jeder Nutzer, jeder Nutzerin das Recht hat, bei Unternehmen so etwas anzufordern und zwar auch kostenlos anzufordern und zwar auf Grundlage der DSGVO, also der EU-Datenschutzgrundverordnung. Und wenig später flatterte dann das hier bei mir per Post ins Haus. Das ist eine Übersicht meines Einkaufs. Das ist ein einziger Einkauf, den ich getätigt habe mit dieser Deutschlandkarte. Ich habe danach auch nie wieder einen Einkauf mit dieser Karte getätigt, muss ich sagen. Und da sieht man dann wirklich aufgelistet alle Produkte, die ich gekauft habe. Also man sieht beispielsweise, ich habe irgendwie Shampoo gekauft, Kaffee und so weiter und so fort. Und jetzt könnte man sich ja fragen, so gut, wo ist das Problem eigentlich? Also gut, dann weiß halt jemand, was für Produkte ich kaufe. Was ist so schlimm daran? Und ich habe mir diesen Datensatz genommen und bin damit zu einer befreundeten Psychologin gegangen und habe sie gefragt, so naja, was würdest du vermuten, wie tickt oder was für Informationen kannst du aus so einem Datenset ziehen? Was vermutest du, was für eine Person ist
jemand, der so einen Einkaufskorb hat. Und da hat sie mir gesagt, so du, Katharina, ganz ehrlich, so ein einzelner Datenpunkt, das ist eigentlich nicht so seriös. Normalerweise macht man so eine Datenanalyse anhand von sehr vielen Punkten. Da habe ich gesagt, gut, dann machen wir mal dieses Gedankenexperiment. Ich würde jede Woche ungefähr dasselbe einkaufen. So. Da meinte sie so, okay, dann kann ich versuchen, so ein bisschen zu schauen, was man da an Vermutungen anstellen könnte. Und daraufhin hat sie mir so einen kleinen Bericht geschickt, den ich euch jetzt wieder vorlesen möchte. Außer dem Tütensalat enthält der Warenkorb keine frischen Produkte. Die Person scheint ungesund zu leben, versucht aber durch gezielte Käufe das eigene schlechte Gewissen zu beruhigen. Der koffeinfreie Kaffee, Tütensalat oder das natürliche Süßungsmittel Stevia können als Versuch verstanden werden, den ungesunden Lebenswandel zu kompensieren. Die Mausefalle lässt eher darauf schließen, dass es sich um eine wenig gepflegte Wohnung bzw. Person handelt. Insgesamt haben wir es hier vermutlich mit einer psychisch zumindest labilen Person zu tun, die einsam ist. Jetzt muss ich sagen, ich habe auch eine Zeitschrift gekauft, wo es schwerpunktmäßig um ja, auch das Problem Einsamkeit und Probleme in Beziehungen ging. Kompensiert werden die Probleme durch Alkohol, die fehlende menschliche Nähe durch die Katze und den Kauf von gesundheitsfördernden Produkten. Und dann hat sie noch etwas dazu ergänzt und einen Vorschlag gemacht. Um mehr Gewinn mit dieser Person machen zu können, sollte die psychische Labilität genutzt werden. Die innere Zerrissenheit der Kundin sollte aufrechterhalten werden. Auch Selbstzweifeln in Bezug auf Gesundheit und Aussehen lässt sich bei Frauen besonders gut Profit schlagen. Dazu können beispielsweise Newsletter zugesendet werden mit Angeboten wie Jägermeister im Doppelpack und Produkten, die Gesundheit und Glück versprechen. So, jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, so, ja gut, die ist damit zu einer Psychologin gegangen, aber naja, die Deutschlandkarte hat ja so viele Datensätze, das wäre ja immens teuer, wenn man da halt jedes Mal einen Psychologen drüber schauen lässt. Das lohnt sich ja nicht mal, nur um mir halt bessere Werbung anzeigen zu lassen. Hierzu muss man aber sagen, das funktioniert heutzutage natürlich nicht so, dass man jeden einzelnen Datensatz sich anschaut, sondern wir haben Big Data Analysen. Das heißt, wir haben riesige Datensets von Millionen von Kundinnen und Kunden bei großen Unternehmen oder bei solchen Kundenbindungsprogrammen. Und da kann man eben beispielsweise schauen, Kunden, die das gekauft haben, kaufen vielleicht auch das und dann kann man so Vorschläge machen. Und wie weit so etwas gehen kann oder was man anhand von solchen Analysen machen kann, finde ich, zeigt ein ziemlich altes Beispiel, das über 10 Jahre schon alt ist, das sich in den USA zugetragen hat. Da war es nämlich so, da gab es so eine da gibt es so eine Drogeriekette, die heißt Target. Und Target hat eben auch so ein Kundenbindungsprogramm. Das heißt, die verschicken gezielt Werbung an einzelne Kundinnen und Kunden. Und eines Tages hat dann ein Mann bei einer Target-Filiale angerufen und war ziemlich wütend. Du meintest so, ja, so ähnlich wie ich bei der Sauna, so ja, ich möchte jetzt hier den Verantwortlichen sprechen. Gut, der wurde dann weiter verbunden und daraufhin legte der Mann richtig los. Was fällt Ihnen eigentlich ein, meiner Tochter Werbung für Baby- und Schwangerschaftskram zu schicken? Meine Tochter ist minderjährig, die hat noch gar keinen Sex. Wollen Sie sie etwa zu vorehelichen Geschlechtsverkehr verführen? Daraufhin war der Mitarbeiter von Target sofort sehr beschwichtigend, so wow, wow, das muss ein Versehen sein, das muss ein Fehler sein, das tut uns unendlich leid, dass so etwas passieren konnte, wir entschuldigen uns dafür. Gut. Dann war es aber so, dass der Mann einige Zeit später nochmal angerufen hat und gesagt hat, so ja, ich muss mich entschuldigen, ich habe mit meiner Tochter gesprochen. Stellt sich raus, in meinem Haus haben sich in den letzten Monaten Dinge abgespielt, über die ich nicht informiert war. Meine Tochter ist schwanger, sie bekommt ein Kind. Ja, Entschuldigung vielleicht, dass ich sie so angepumpt habe. Das ist ein realer Fall, dem Journalisten aus den USA nachgegangen sind und die haben sich dann gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass ein Unternehmen schon vor der Familie weiß, dass dann Teenager schwanger ist. Und damals sind sie auf ein sehr auskunftsfreudiges Datenanalyse-Team beim Unternehmen gestoßen, die das auch gar nicht problematisch fanden, die gesagt haben, so ja klar, können wir das erklären, gar kein Problem. Also wir haben ganz viele Datensets von Kunden und wir wissen eben auch ab einem bestimmten Punkt, dass eine Frau ein Kind hat. Ne? Also weil sie beispielsweise regelmäßig Babybrei kauft, weil sie halt Windeln kauft und was man halt eben so braucht, wenn man ein Kind hat. Wir wissen also ganz sicher, diese Frau hat ein Kind.
Also wissen wir auch ganz sicher, in den 9 Monaten, bevor das Einkaufsverhalten sich verändert hat, war sie schwanger. Also sind wir hingegangen und haben uns angeschaut, gibt es Ähnlichkeiten in den Warenkörben von Schwangeren? Und sie haben festgestellt, siehe da, natürlich gibt es die. Und das sind nicht nur so offensichtliche Sachen wie beispielsweise eine Babytasche oder Dinge, die man so in Vorbereitung schon mal kauft, sondern das waren auch relativ unverfängliche Produkte. Beispielsweise bestimmte Vitaminpräparate, ja, weil oft Schwangeren geraten wird, bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Das waren aber auch so Sachen wie ein Umstieg auf unparfümierte Kosmetik- und Körperhygieneprodukte, weil Schwangere eben oft vorsichtiger sind, was Zusatzstoffe anbelangt, weil sie eben nicht sicher sind, könnte das vielleicht dem Baby schaden. Und dann hat man eben bei Target gesagt, offensichtlich, so, naja, wenn halt so eine gewisse Anzahl von Datenpunkten, irgendwie so ein paar von einem Dutzend oder vielleicht sogar alle stimmen, dann gehen wir davon aus, die Frau ist schwanger. Also verschicken wir schon mal Werbung für Babyprodukte. Und das ist nachvollziehbar, dass Unternehmen das tatsächlich machen. Und Schwangerschaft ist tatsächlich eine sehr wichtige Information für Unternehmen, weil das ein großer Schritt im Leben von Menschen ist. Ja, also in der Familie verändert sich unglaublich viel. Und man braucht andere Produkte. Und wenn man es schafft, dann junge Mütter oder junge Eltern halt in die Filiale zu locken, um halt dort Babyprodukte zu kaufen, dann werden sie mit Sicherheit nicht nur Windeln kaufen, sondern auch direkt alles andere für den Haushalt. Und man muss sagen, dass dieses Beispiel uralt ist. Ja, es ist über 10 Jahre. Das, was heute mit Datensets möglich ist, geht weit darüber hinaus. Man muss sich immer klar machen, es geht nicht nur um meinen Datensatz, sondern bei Big Data ist es so, ich habe halt große Datensets von Millionen von Leuten und dann kann ich etwas abgleichen. Ich kann beispielsweise sagen, auch jemand, der halt irgendwie später einen Depressionsratgeber kauft, hat er vielleicht bestimmte Produkte im Warenkorb, die darauf hindeuten können, dass derjenige vielleicht so ein Produkt kaufen wird. Ne, ob das geht oder nicht, da kann ich jetzt keine Aussage drüber machen, aber man kann natürlich versuchen, solche Datenpunkte zu finden und Unternehmen nutzen so etwas natürlich dann auch gezielt für Werbung aus. Und jetzt muss man aber sagen, bei so einem Supermarkt und so einem Kundenbindungsprogramm kann ich mich ja jedes Mal entscheiden. Also wenn ich gefragt werde, möchten Sie Punkte sammeln und ich habe heute halt etwas im Warenkorb, was irgendwie privater Natur ist, ja, dann zücke ich halt die Karte nicht. Ne? Oder ich kann mich auch entschließen, ich möchte gar keine Kundenbindungskarte. Wenn ich online einkaufe, sieht es aber natürlich ganz anders aus. Ne? Also wenn wir mal vergleichen würden, was bei Amazon und bei anderen Online-Händlern passiert, wenn wir das mal mit einem Supermarkt vergleichen würden, dann wäre das so, als wenn, ja, während ich durch die Regale laufe und mir Sachen, Produkte anschaue, so ein Auszubildender permanent hinter mir herlaufen würde und alles mitschreibt. Ne? Also Katharina Noko nimmt halt irgendwie die Chips-Tüte aus dem Regal und sie schaut sich beispielsweise die Kalorientabelle an, legt es aber dann auch wieder zurück, umkreist noch einmal das Regal und dann kommt sie nochmal zum Regal zurück. Und das als Profil ist ja auch nochmal eine Information, die weit darüber hinausgeht, was ich tatsächlich in den Warenkorb lege und weil es eben auch Produkte sind, die ich vielleicht nur in der Hand gehalten habe. Na, oder vielleicht auch die Zeit, wie lange habe ich überlegt, bevor ich mich entschieden habe, die Pizza doch wieder zurückzulegen. Und das hat mich auf eine Idee gebracht. Und zwar, was weiß eigentlich Amazon über mich? Jetzt muss ich sagen, dass ich seit 2008 einen Amazon-Account hatte. Ich habe während meiner Studienzeit extrem viele gebrauchte Bücher dort gekauft, weil die damals auch so dicke Wälzer, Wirtschaftswissenschaften war manchmal dort günstiger. Und dann habe ich eben dort eingekauft. Und ich habe aber nie so alltäglich bei Amazon geshoppt, muss ich dazu sagen, auch aus Datenschutzgründen. Und im Rahmen meines Experiments für mein Buch habe ich aber gesagt, so gut, ich versuche jetzt ein paar Monate lang möglichst viel bei Amazon zu kaufen, von Schnürsenkeln bis hin zu Büchern, bis hin zu teilweise auch Kosmetikprodukten. Und dann werde ich hingehen zu Amazon und meine Daten abfragen. Ja, das hört sich jetzt so einfach an. In der Praxis war das natürlich weniger unkompliziert. Also es war so ungefähr, kann man sagen, nach meiner Brieffreundin aus Russland die intensivste Briefbeziehung, die ich jemals hatte. Ich habe nämlich Amazon geschrieben, so hier, ich möchte gerne eine Kopie meiner Daten. Dann habe ich zurückbekommen, so ja, Sie können ins Profil schauen und dann sehen Sie, was für Daten wir gespeichert haben. Im Profil sieht man halt nur, was ich markiert habe, was ich gekauft habe. Das sind nicht alle Daten, die Amazon speichert.
Also habe ich nochmal zurückgeschrieben, so ja, das sind nicht alle Daten, ich möchte sie haben. Daraufhin habe ich das Ganze als PDF bekommen, also das, was in meinem Profil steht, wo ich auch dachte, so naja, PDF konvertieren hätte ich jetzt auch gekonnt, aber gut. Und daraufhin hat sich dann so ein reger Austausch entwickelt. Und irgendwann wurde es mir dann wirklich zu bunt. Und ich habe dann halt gefragt, so, okay, wenn Sie sagen, Sie haben keine weiteren Daten, dann erklären Sie mir mal auf technischer Ebene, wie Sie das eigentlich machen. Ich meine, jeder kennt das, jeder Amazon-Kunde kennt das, wenn man online etwas gesucht hat, aber es nicht gekauft hat, dann bekommt man oft im Nachgang E-Mails, wo es heißt, so, ja, wollen Sie das Produkt nicht doch kaufen? Oder hier ähnliche Produkte wie das, was Sie sich angeschaut haben. Und wie können solche E-Mails verschickt werden, wenn nicht auch gespeichert wird, was man sich nur angeschaut hat? Daraufhin war erstmal so ein bisschen Funkstille. Daraufhin habe ich nochmal einen Brief bekommen, wo es hieß so, ja, wir werden Ihnen mehr Daten schicken, aber wir brauchen jetzt erstmal länger Zeit, um die aufzubearbeiten oder um die fertig zu machen sozusagen. Und irgendwann hatte ich dann eine CD-ROM im Briefkasten. Und ich habe die halt so irgendwie, musste ich erstmal irgendwie aus dem Keller so ein CD-ROM-Laufwerk suchen, habe das dann irgendwie aufgemacht, war halt irgendwie so ein verschlüsselter Datensatz, habe ich halt reingeguckt und da waren erstmal so ganz viele unterschiedliche Tabellen und PDF-Dokumente. Man konnte beispielsweise sehen, auf welche Werbe-E-Mail ich geklickt habe. Ne? Was viele nicht wissen, solche Werbe-E-Mails, die haben halt auch getrackte Links. Das heißt, man kann nachvollziehen, oder manchmal sind da auch so Bildpixel drin, hat jemand die E-Mail geöffnet, hat er draufgeklickt oder sie. Ich habe auch eine Liste bekommen mit Suchanfragen so der letzten Zeit. Da hatte ich testweise halt auch so Krankheitssachen, ne, Heilmittel, Krebs oder sowas eingegeben, einfach um zu gucken, gibt es halt irgendwelche speziellen Filter, dass so sensible Daten nicht abgefragt werden. Die gab es offensichtlich nicht. Das fand sich alles da, auf welche Werbung ich bei Amazon geklickt habe und so weiter und so fort. Ne? Muss man sagen, ist relativ offensichtlich, nicht überraschend. Und dann war da noch so eine größere Datei, die hieß Clickstream. Ich so Doppelklick. In dem Moment macht mein Rechner gar nichts mehr. Ich denke mir so, scheiße, ich muss mir einen neuen Rechner kaufen. Ausgerechnet jetzt, was für ein Zufall. Und irgendwann hat aber mein Rechner geladen und ich habe realisiert, das liegt daran, dass diese Datei einfach sehr, 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 sehr groß ist. Was ich dann bekommen habe, war eine Excel-Tabelle mit 15.365 Zeilen. Und zu jeder Zeile gab es mehrere Dutzend Zusatzangaben, also mehrere Spalten. War ein riesengroßes Dokument. Wenn ich das ausgedruckt hätte, wäre das ein Papierstapel gewesen, der größer wäre als ich selbst. Aus Sicherheitsgründen habe ich, also aus Umweltgründen habe ich es nicht ausgedruckt und aus Sicherheitsgründen habe ich auch das nicht zu einem Papierstapel neben mir aufgebaut. Ich habe das im Supermarkt mal visualisiert anhand von unbenutzten Papierstapeln. Musste das dann schnell, unauffällig wieder zurückräumen, als der Mitarbeiter sich gewundert hat, was ich da mache. Ja, und man muss sagen, das waren nicht die Daten seit 2008. Das waren die Daten der letzten 14 Monate. Ja, also die Zeit auch, während das Experiment lief und ich dann halt einfach alltagsmäßig da immer mal wieder drauf geschaut habe. Jetzt ist es klar, so eine große Datenmenge, die lässt sich nicht per Hand durchsuchen. Also habe ich mir Hilfe gesucht. Und ich hatte das große Glück, dass ich eine sehr kompetente Expertin für Datenanalyse für dieses Projekt gewinnen konnte. Wir haben dann auch beim ja, jährlichen Kongress des Chaos Computer Clubs gemeinsam einen Vortrag drüber gehalten. Der ist auch online kostenlos verfügbar, kann man sich anschauen. Ihr Name ist Katja Letti Dietrich. Und sie hat dann extra ja, Skripte geschrieben, um das halt automatisiert auszulesen, was das eigentlich ist. Und erstmal hat sie mir gesagt, so Katharina, was ganz interessant ist, das sind zwar 15.365 Zeilen, das sind aber nicht alles Klicks. Ja, also nicht jede Zeile ist ein Klick, den du gemacht hast, sondern manchmal sind es halt noch Hintergrunddaten, aber es sind trotzdem schon mehrere tausend Klicks, die du gemacht hast, die hier protokolliert sind. So. Was kann man da rauslesen? Also zunächst einmal kann man daraus so schöne Grafiken machen, wo man sieht, an welchen Tagen interagiere ich besonders stark mit Amazon. Und wenn man so ein bisschen meinen Freundeskreis und meinen Familienkreis kennt, weiß man auch, wann so die wichtigsten Geburtstage sind und man sieht, dass ich Weihnachten auf jeden Fall so ein Last-Minute-Shopper bin. Jetzt könnte man sagen, ja gut, ja, relativ offensichtlich, was kann man damit machen? Aber man kann damit tatsächlich auch schauen, an welchen Tagen suche ich nach Produkten. Das heißt, man könnte ja vielleicht
dann denken, so an diesen Tagen schalte ich halt besonders viel Werbung, weil da hat sie offensichtlich irgendwie nichts zu tun oder hat gerade Leerlauf und vielleicht ist sie da bereit, was zu kaufen. Vor allem kann man das mit dieser zweiten Grafik abgleichen, wo man eben sieht, an welchen Tagen habe ich nicht nur interagiert, sondern an welchen Tagen habe ich tatsächlich was gekauft. Ne? Also Unternehmen machen das tatsächlich, dass sie auch schauen, an welchen Tagen ist es sinnvoll, beispielsweise Rabattgutscheine zu verschicken, weil man vielleicht am Wochenende, so jeder kennt das, die Mailflut am Wochenende, weil man am Wochenende vielleicht eher Zeit hat, da mal Online-Shopping zu betreiben. Was aber auch drin war, waren weniger offensichtliche Daten. Man konnte, also es gab so eine extra Spalte, wo man unter anderem gesehen hat, mit was für einem Telekommunikationsanbieter ich verbunden war. Also es kann also Vodafone, Deutsche Telekom sein. Das waren dann aber auch so Sachen wie beispielsweise die Netzbetreiber, die halt in den großen Berliner Bibliotheken, beispielsweise in der Staatsbibliothek, so das WLAN machen. Man konnte also anhand dieser Daten sogar sehen, wann ich Amazon von der Stabi ausgenutzt habe. Man konnte auch sehen, wann ich beispielsweise, ich habe damals in dieser Zeit, habe ich zwischen Kiel und Berlin gependelt, weil ich in Kiel gearbeitet habe. Und da konnte man sogar sehen, naja, wann habe ich in Hamburg den Zug verpasst? Da war ich nämlich länger im Freifunk Hamburg unterwegs. Man konnte auch anhand der Daten so ein bisschen mein Bewegungsradius in Deutschland nachverfolgen. Meine Familie wohnt in NRW oder Teile meiner Familie. Da kann man natürlich dann auch ungefähr vermuten, wann habe ich die vielleicht besucht. Ne? Aber das war nicht alles. Ja? Man konnte nämlich auch sehen, wie viele Millisekunden Amazon gebraucht hat oder mein Rechner gebraucht hat, um die Seite zu laden. Jetzt muss man natürlich sagen, nicht jede Seite ist gleich bei Amazon. Manchmal hat man viele Bilder, manchmal hat man viele Videos. Ne? Ist nicht immer dieselbe Datengröße. Aber man kann schon vermuten, wenn es regelmäßig länger dauert, dann ist die Internetverbindung wahrscheinlich eher schlecht. Das heißt, ich konnte anhand der Datensätze auch vergleichen, so wann hatte ich so das beste Internet. Da hatte ich beispielsweise in dem Jahr war ich auf den Bahamas, da haben wir einen Freund besucht. Und ich war in Polen, also ein Teil meiner Familie kommt auch aus Polen. Und anhand der Daten konnte ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass das Internet von diesen drei ausgewählten Ländern, das beste Internet war nicht in Deutschland zu finden, was auch viele wahrscheinlich nicht überraschen wird. Es war aber auch nicht auf den Bahamas zu finden, sondern es war definitiv in Polen. Man konnte aber noch mehr sehen. Und zwar hat man hier und da auch so ganze Links zu Webseiten, also zu Artikeln auf News-Webseiten gesehen, die ich offensichtlich, also von denen ich aus Amazon angesteuert habe. Da war unter anderem ein Artikel zu der Kolumne, damaligen Kolumne von Jan Fleischhauer bei Spiegel Online. Das war halt so ein Artikel, wo er sich so ein bisschen über Berlin aufgeregt hat. Deutsche schaut auf diese Stadt, ne, nach dem Motto, Berlin, da ist alles so schrecklich. Als Berlinerin regt mich das natürlich massiv auf. Also klicke ich drauf und da war halt eben unten irgendwo Werbung, auch zu dem Buch von Jan Fleischhauer habe ich draufgeklickt. Zack, war halt auch das mit in meinem Amazon-Datenset, dass ich halt diesen Artikel gelesen habe. Ne? Und das war tatsächlich bei mehreren auch politischen Artikeln so. Man kann anhand dieser Daten also hier und da vermuten, so, naja, was interessiert die eigentlich politisch oder welche News-Webseiten benutzt sie auch? Und je länger ich mich mit diesem Datenset auseinandergesetzt habe, desto mulmiger wurde mir, weil ich habe euch etwas vorenthalten. Ich habe gesagt, naja, ich habe irgendwann so eine CD bekommen. Ganz so einfach war es nicht. Ich habe erstmal von Amazon die Info bekommen, das sind die Zugangs-, also irgendwie, ja, wir haben Ihnen eine CD geschickt, die ist aber nicht angekommen. Dann mussten Sie erstmal eine zweite schicken. Das heißt, eine von diesen beiden Datensets ist irgendwo in der Post verschollen. Wir wissen bis heute nicht, wo sie ist. Und dann habe ich mich mal gefragt, was würde, also zum Glück ist es passwortgeschützt, muss man sagen, aber was wäre eigentlich, wenn jemand Zugriff auf diesen Datensatz hätte und mich nicht kennt? Was für ein Bild hätte dieser jemand eigentlich von mir? Man muss ja sagen, das ist auch eine sehr berechtigte Frage, weil die Datenanalysten bei oder Werbeexperten bei irgendwelchen Unternehmen, die mit solchen Datensets arbeiten, die kennen einen ja vielleicht nicht. Und hier und da kann es natürlich auch sein, dass Behörden beispielsweise solche Daten abfragen, um sich ein Bild von einem Verdächtigen zu verschaffen. Und da kann man erstmal sich fragen, so, naja, was für eine politische Einstellung hat eigentlich die Frau Nokun?
Wir können ja vielleicht einfach mal vermuten, so das, was sie online schreibt, so ist sie gar nicht, ne? Vielleicht ist sie insgeheim ganz anders. Und dann kann man erstmal sagen, ich habe sehr viele Bücher, die sich kritisch mit der AfD auseinandersetzen, in dieser Zeit recherchiert. Beispielsweise dieses sehr empfehlenswerte Buch von Melanie Ammann, Angst für Deutschland. Ich habe mir aber auch solche Bücher angeschaut, ne? Ein Buch mit dem vielsagenden Titel, Du bist kein Nazi, nur weil du zu Pegida gehst oder AfD wählst. Ne? Also da kann man sehr kontrovers drüber diskutieren. Ich habe tatsächlich auch viele Bücher von radikalen Esoterikern, Rechtsextremisten, Verschwörungsideologen auf meinen Listen, was ich mir so alles angeschaut habe. Hierzu muss man sagen, ich setze mich natürlich kritisch mit solchen Gruppen auseinander. Ich bin ganz sicher nicht rechtsextrem, aber jemand, der nur mein Datenset sieht, der weiß das natürlich nicht. Man könnte sich natürlich auch fragen, naja, so wenn beispielsweise die Polizei oder irgendwelche Behörden, boah, Geheimdienste sagen, so, naja, also die Frau Nokun, die ist uns irgendwie suspekt, die hat beispielsweise auch diese Edward Snowden Asyl in Deutschland-Kampagne geleitet. Da gucken, also vielleicht ist die gefährlich, schauen wir uns mal deren Amazon-Clickstream an. Was würde man finden? Erst einmal muss man feststellen, ich habe mir auch so etwas wie sogenannte Killerspiele angeschaut. Und zwar dieses wunderschöne Spiel für die PlayStation 4, auch noch Virtual Reality, mit dem vielsagenden Titel Blood Rush Blood. Also Blutrausch, irgendwie so. Dann noch ein T-Shirt in Schwarz mit dem Slogan Chemist only because Superwoman is not an official job title. Na, also irgendwas mit Chemie. Na, Ist sie gut in Chemie oder vielleicht hat sie einen Chemiebaukasten zu Hause, wer weiß. Dann habe ich mir noch einen verdächtigen Kochtopf angeschaut. Also jeder, der so mal so ein bisschen zweitklassige Krimis oder halt irgendwelche Terror-Blockbuster gesehen hat, weiß, dass ja, man mit ein bisschen Chemieskills und vielleicht einem Kochtopf einiges anstellen kann. Und dann habe ich mir noch diese wunderschöne Sturmmaske in der dezenten Farbe Schwarz angeschaut. Ja, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber wenn ich jemanden nicht kennen würde und mir jemand sagen würde, so hier, wir haben das gefunden in Ihrem Set, würde ich sagen, so wow, diese Person wirkt nicht gerade vertrauenswürdig und ja, vielleicht ist sie sogar gefährlich in Kombination mit diesen ganzen komischen Büchern, die sich anschaut. Hierzu muss ich sagen, ich habe für jedes dieser Produkte eine total langweilige, biedere Erklärung. Also dieses Spiel habe ich selber nie gespielt, aber ich habe mir mit einem Freund so eine VR-Konsole ausgeliehen und wir wollten mal probieren, was kann man damit eigentlich machen, wie ist das eigentlich so? Und da habe ich mir einfach vorher so Spiele angeschaut und dann haben wir uns in der Videothek was ausgeliehen. Wir haben am Ende was ganz anderes gespielt. Das T-Shirt war ein Geschenk für jemanden in meinem Freundeskreis, der Chemie studiert. Ich muss tatsächlich sagen, Chemie war eins meiner schlechtesten Fächer. Also wenn irgendjemand einen Chemiebaukasten benutzt, dann sicher nicht ich. Der Kochtopf war ein Kochtopf und ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit minus 15 Grad Skifahren wart. Ja, also es kann halt auch eine Skimaske sein, muss halt nicht nur als Sturmmaske genutzt werden. Aber wie gesagt, jemand, der mich nicht kennt, kennt diese Erklärung nicht. Ich habe dir nicht die Möglichkeit zu erklären, wie diese Produkte eigentlich gemeint waren. Und das ist eben auch das Problem an solchen Datenschatten, dass sie entweder verdammt genau sein können, aber auch teilweise dazu führen können, dass also Entscheidungen über mich gefällt werden oder halt irgendwie Vorurteile über mich gebildet werden, ohne dass ich jemals eine Einspruchsmöglichkeit habe, weil ich vielleicht niemals erfahre, auf welcher Grundlage jemand vielleicht auch misstrauisch gegenüber mir ist oder mich irgendetwas verdächtigt. Und jetzt muss man sagen, diese Datenspuren, also dieser Clickstream, die ich mir angeschaut habe, also man muss dazu sagen, danach gab es noch sehr viele andere Medienberichte, wo Journalisten haben dann ähnliche Abfragen gemacht, weil sie das super spannend fanden und auch sehr anschaulich. Und man muss aber sagen, dass dieser Clickstream trotzdem nur ein sehr kleiner Ausschnitt von dem ist, was man da eigentlich rausziehen könnte, wenn man so ein Extremnutzer wäre. Also ich muss sagen, ich habe halt beispielsweise kein Amazon Kindle. Interessanterweise hat mir ein paar Monate später ein Leser meines Buchs
dann halt geschrieben, so, ja, Katharina, deine Recherchen haben mich inspiriert. Ich habe jetzt halt auch bei Amazon Kindle mal angefragt, was speichern die eigentlich über mich? Und natürlich wird halt festgehalten, so irgendwie, wann er bei welchem Kapitel war. Und jetzt könnte man sagen, so, ja gut, bei irgendeinem Roman, das ist total trivial. Was ist aber, wenn es jetzt halt ein Selbsthilferatgeber ist, ne? Oder halt vielleicht ist auch nicht allen Leserinnen von und Lesern von 50 Shades of Grey total angenehm zu sehen, wann sie irgendwelche Seiten gelesen haben. So. Und Amazon hat ganz viele unterschiedliche ja, Produkte. Es gibt Tochterunternehmen. In unterschiedlichen Ländern ist man halt sogar auf dem Markt für Generika, für Medikamente aktiv. Man hat immer wieder versucht, neue Geschäftsmodelle zu eröffnen. Man kann sich sogar halt in größeren Städten Lebensmittel dort bestellen. Das heißt, also viele Intensivnutzer werden ein viel umfassenderes Datenset haben als ich. Und ich habe auch so ein bisschen bereut, muss ich sagen, dass ich damals Amazon Prime, den Videodienst, nicht genutzt habe. Weil ich habe mich eigentlich, weil ich dachte so, mein Gott, Streaming ist mittlerweile, also wer guckt eigentlich noch Fernsehen? Muss man eher so fragen. Und das wäre total spannend, mal zu sehen, was da eigentlich so an Datenmüll anfällt, der halt eben von den Unternehmen gespeichert wird. Und dann dachte ich so, gut, Amazon, ja, jetzt so eine lange Brieffreundschaft möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal eingehen. Aber ich habe ja noch Netflix. Und habe ich tatsächlich aus Recherchezwecken, dann musste ich halt einige Serien schauen, wie beispielsweise House of Cards und anderes, natürlich nur rein aus wissenschaftlichem Interesse. Und nach einigen Monaten bin ich dann halt wieder hingegangen und habe so einen Brief geschrieben, also eine E-Mail, kann man auch mittlerweile per E-Mail machen, an Netflix und habe gesagt, so, hey, hier, ich bin Kunde, ich bin Nutzerin, ich berufe mich auf die EU-Datenschutzgrundverordnung, ich hätte gern eine Kopie all meiner Daten. Und daraufhin haben sie mir auch, muss sagen, sie waren da halt auch relativ fix, haben mir so ein Datenset geschickt, was auch recht umfassend war. Man konnte halt sehen, wann ich was geschaut habe. Man konnte aber auch sehen, wie so ein Entscheidungsprozess, schaue ich jetzt dieses Video oder nicht, ausgesehen hat. Das heißt, jeder kennt das. Man ist mit einer Gruppe von Freunden oder vielleicht Partner, Partnerin zusammen, überlegt sich, was für einen Film soll ich schauen. Dann guckt man erstmal ganz viele Trailer oder schaut sich viele Übersichten an. Auch das wird natürlich erfasst in so einer Analyse. Und das fand ich jetzt erstmal ganz spannend und auch ehrlich gesagt so ein bisschen erschreckend. Aber ich habe mich gefragt, ist das eigentlich alles? Und habe dann noch online so ein bisschen recherchiert und habe dann natürlich auch Berichte gefunden, wo dann mal wieder Mitarbeitende so aus dem Bereich Datenanalyse von Netflix sehr stolz darauf waren, was für Möglichkeiten sie alles haben anhand der Datensets der Kunden. Und da hieß es beispielsweise so, ja, wir können sogar sehen, wann die Leute vor- und zurückspulen. Und ich so, aha, interessant. Das fehlt in meinem Datensatz. Also habe ich wieder die Brieffreundschaft aufgenommen, nochmal eine Erinnerung geschrieben, so, hey, vielen Dank für die Daten. Übrigens hier in diesem Interview sagt ein Mitarbeiter von euch, dass ihr noch mehr habt. Habt ihr das? Oder hat er die Unwahrheit gesagt? Und siehe da, wie es so oft ist, wenn man nach sehr spezifischen Daten fragt, findet man auch plötzlich Daten und Netflix hat dann noch etwas nachgelegt. Also hier sieht man beispielsweise, dass ich so, es sind unterschiedliche Filme, die ich gesehen habe. Ich habe den Namen aus Datenschutzgründen weggeschnitten. Der erste Film war sehr schlecht und ich habe halt an ein paar Stellen halt auf Stopp gedrückt, irgendwas anderes gemacht, vorgespult. Und man sieht, was man hier sieht, ist der, ja, so der, also einmal Reposition Count, also wie oft habe ich vor- oder zurückgespult. Und dann Reposition Offset, Start and Stop in Sekunden. Da sieht man halt wirklich, von welcher Sekunde bis zu welcher Sekunde habe ich vorgespult und von welcher Sekunde habe ich zurückgespult. Und man sieht natürlich, wann habe ich wo Pausen gemacht. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, was sagen diese Daten über Menschen aus? Und jetzt ist es aber so, dass ja, es gibt Menschen, die haben so einen Zwang. Die müssen Serien zu Ende gucken, selbst wenn sie sehr schlecht sind. Und die fangen dann an, beispielsweise immer weiter, also vorzuspulen, bis sie eine bestimmte Person sehen, weil sie nur einen Handlungsstrang interessant finden. Und wenn man so ein Datenset hat, dann kann man beispielsweise sagen, so, okay, dieser Aspekt der Serie, den findest du
besonders interessant. Also beispielsweise irgendwie die Geschichte einer Vergewaltigung. Das ist ja durchaus auch, sagt ja vielleicht etwas über eine Person aus, ne, dass das Thema sie in irgendeiner Weise berührt. Es gibt natürlich Menschen, die spulen Gewaltszenen vor. Es gibt auch Menschen, die schauen sich Gewaltszenen öfter an. Und dasselbe gilt natürlich auch für Sexszenen. Und dann kann man auch sagen, naja, welche Sexszene haben sich Leute oder gewisse Leute halt öfter mal angeschaut. Und man muss sagen, natürlich ist halt auch die Auswahl der Filme, so trivial das klingt, auch irgendwie etwas, mit dem man psychologisches Profiling betreiben kann. Also wir alle kennen das, oder viele kennen das. Es gibt so bestimmte Filme, oder halt müssen nicht immer Schnulzen sein, aber bei vielen Leuten sind es Schnulzen. Die guckt man sich besonders dann an, wenn man Liebeskummer hat, wenn man einen schlechten Tag hat. Und da kann man eben schon eben was darüber aussagen, wie geht es der Person eigentlich. Und nachdem ich so diese Auswertung bekommen habe, hat ich sag schon Amazon, Netflix ein neues, ja, sag ich mal, so einen Testlauf gestartet. Die haben nämlich gesagt, wir haben so eine, eigentlich, ich finde auch, das ist tatsächlich eine gute Idee, wir wollen interaktive Filme machen. Und zwar Filme, wo die Zuschauenden selbst entscheiden können, was macht der Protagonist, und je nachdem sieht man auch ein anderes Ende und eine komplett andere Geschichte. Man kann also wie bei einem Computerspiel den Film sozusagen mehrfach durchspielen und immer wieder was anderes sehen. Und eine dieser Produktionen hieß Black Mirror Bandersnatch. Und ich habe das dann auch direkt natürlich mir angeschaut. Das fängt dann also an mit sehr leichten Entscheidungen, ne? Also so der Hauptprotagonist ist ein junger Typ, und am Anfang fragt der Vater halt so, ja, möchtest du halt lieber die einen Frühstücksflocken oder die anderen? Ne? So ist halt so am Anfang so eine Frage, um auch die Bedienung zu lernen. So, und jetzt kann man sagen, so, ja, gut, das ist relativ trivial. Irgendwann entwickelt sich die Geschichte aber so weiter, dass gefragt wird, möchtest du deinen Vater töten? Also man muss sagen, der Protagonist hat dann irgendwann so einen Verfolgungswahn, glaubt dann halt, sein Vater ist Teil einer Verschwörung gegen ihn, und ist dann irgendwann die Frage sehr, möchtest du ihn töten? Und wenn man sagt, ich möchte ihn töten, dann wird man anschließend gefragt, was möchtest du mit der Leiche machen? Ja, also möchtest du sie im Garten begraben oder möchtest du sie vorher zersägen, ne, oder halt in der Badewanne irgendwie auflösen? Man muss sagen, das sind halt, finde ich, nicht so triviale Daten, und ich finde, wir sollten mal darüber diskutieren, ob solche Daten von Nutzerinnen und Nutzern erfasst werden und vor allem wie lange. Und ich finde, das Beispiel zeigt auch sehr gut, also sowohl Amazon als auch Netflix als auch Kundenbindungsprogramme, dass es eben nicht so ist, dass Überwachung immer nur dann stattfindet, wenn, ja, Produkte kostenlos sind. Na, also wir alle oder viele, die so im Bereich Datenschutz seit ein paar Jahren aktiv sind, die kennen diesen Spruch, ja, wenn du nicht bereit bist, für ein Produkt zu zahlen, dann bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt. Na, aber ich bin bei Netflix Kunde, ich bin bei Amazon Kunde. Und trotzdem wäre ich überwacht. Ich muss also sagen, nur weil du zahlst, heißt es noch lange nicht, dass du weniger überwacht wirst, weil es einfach mittlerweile so normalisiert ist und weil Unternehmen sagen, sie können da halt, also sie glauben oder sie hoffen, sie können halt anhand solcher Datensammlungen ihre Dienste optimieren, mehr Gewinn erwirtschaften. Und jetzt muss man natürlich sagen, so natürlich mag ich das, wenn Netflix mir Filme vorschlägt, die zu meinem Filmgeschmack passen. Das ist super bequem. Und oft, ja, finde ich dadurch Sachen, auf die ich von alleine nicht gekommen wäre. Aber man muss natürlich auch sagen, dass man solche Vorschläge auch machen kann, wenn man nicht erfasst, wann jemand vor- und zurückgespult hat. Oder man kann ja sagen, wenn wir diese Vor- und Zurückspuldaten beispielsweise haben wollen, um Scriptwritern Feedback zu geben. So, ja, da wurde die Story halt langweilig. Kannst du bei Staffel 2 mal drüber nachdenken. Man kann solche Daten anonymisiert sammeln, dass man halt nicht das zu einer Person zuordnet. Und in meinem Fall war es eben so, ist es mit meinem Profil verknüpft. Muss man sagen, ist halt, finde ich, überflüssig und übergriffig. Und wenn ich mir überlege, als Teenager habe ich halt nachmittags unglaublich viel Trash-TV geguckt, ne? Also so Barbara Salisch, irgendwelche Trash-Talk-Shows, ne? Und das ist halt heute bei Jugendlichen nicht anders. Und wenn irgendjemand meinen Eltern gesagt hätte, so, du, hättest du was dagegen, dass wir hier eine Box installieren, damit irgendwie so die Macher von ProSieben und halt irgendwie RTL 2 Box irgendwie mal sehen können, so was für ein Trash sich deine Tochter reinziehen, hätten die gesagt, so, bist du wahnsinnig? Natürlich nicht, ne? Und heute muss man sagen, wird man aber gar nicht mehr gefragt, sondern es ist halt selbstverständlich.
Ja, man kann schlecht über Datenschutz sprechen, ohne nicht auch über soziale Netzwerke zu sprechen. Und damals, als ich die Buchrecherche gemacht habe, war es so, dass durchaus auch noch viele Leute Facebook genutzt haben. Also es nutzen immer noch Leute Facebook, aber muss man sagen, mittlerweile halt eher die ältere Zielgruppe. Trotz allem muss man sagen, dass es global betrachtet aber immer noch somit die wichtigste Plattform ist. Und jetzt ist es so, dass es bei Facebook ja wahrscheinlich ein paar Monate und auch ein bisschen Anwaltsinput gebraucht hätte, um da wirklich die Daten rauszuziehen, die ich beispielsweise bei Amazon oder bei Netflix rausgezogen hätte, weil das Unternehmen unglaublich unkooperativ ist, was das angeht. Aber was man bei den Plattformen machen kann, also übrigens auch bei Instagram und auch bei Twitter machen kann, ist, man kann eine kostenlose Kopie seiner Daten anfordern. Hierzu muss man sagen, das ist halt wirklich nur ein sehr, sehr oberflächlicher Datensatz. Also im Hintergrund werden natürlich viel mehr Daten gespeichert. Aber ich habe dann trotzdem sozusagen an der Stelle dann den schnellen Weg gewählt, um halt zu schauen, naja, was lässt sich nicht auch daraus, aus diesen nicht, vermeintlich nicht invasiven, nicht so klickbasierten Daten auslesen. Und erst einmal hat man da in so einer, in der Auskunft, die ich damals bekommen habe, all meine Suchanfragen gesehen, die ich jemals gesehen habe. Und ich muss sagen, ich nutze Facebook eigentlich, also ich nutze Facebook nicht privat, ich nutze soziale Netzwerke generell nicht wirklich privat. Und ich kenne aber viele Leute, die beispielsweise halt, wenn sie irgendwie jemanden daten oder so, halt durchaus das mal in die Suchanfrage abgeben, ne? Und das heißt, so eine Liste von allen Suchabfragen kann nicht nur etwas über die politische Einstellung sagen, sondern natürlich auch etwas über Beziehungen oder Interessen, jenseits davon, dass ich irgendwie jemanden eine Freundschaftsanfrage oder so etwas geschickt habe oder vielleicht sogar offiziell einen Beziehungsstatus irgendwo gesetzt habe. Was auch richtig hässlich war, ich konnte da halt so, also da gab es halt so einen Datensatz, wo es hieß, das sind deine Interessenverwerbung. Also man muss sagen, das sind halt die Schubladen, in die mich Facebook anhand meines Nutzungsverhaltens eingeordnet hat. Das heißt, ich bin in bestimmten Werbekategorien und Unternehmen können dann beispielsweise sagen, ich möchte in dieser Werbekategorie beispielsweise Nutzerinnen im Alter zwischen 18 und 40 in Berlin erreichen. So, ne, dann würde ich das halt kriegen. Und da waren halt recht triviale Sachen, unter anderem Recht, soziales Netzwerk. Da war aber auch eine Kategorie, die hieß Stress. Ja, und ich habe mich dann erstmal gefragt, was bedeutet das? Bedeutet das, ich habe Stress oder ich mache Stress? Im Zweifel ist beides übergriffig. Und da würde ich schon sagen, geht man sehr stark in den Bereich psychologisches Profiling. Man muss ja auch sagen, es gibt andere soziale Netzwerke, die noch viel detailliertere Daten haben von Nutzerinnen und Nutzern. Nehmen wir mal beispielsweise TikTok. Da wird halt millisekundenmäßig erfasst, wann ich weiter scrolle. Und anhand dieser Daten werden dann beispielsweise Dinge vorgeschlagen. Bei Facebook, also bei der App ist es auch so und auch bei anderen sozialen Netzwerken, dass man halt in seinem Smartphone auch einstellen kann, sollen die die Standortdaten bekommen oder nicht. Ich habe dann für das Experiment zwischenzeitlich freigeschaltet, dass die meine Standortdaten durchaus einsehen können. Und was ich dann da rausbekommen habe, waren dann so diese Zahlenkolonnen, das sind Längen- und Breitengraden gerade und die sind ziemlich genau. Also das war jetzt beispielsweise ein Tag, da hatte ich eine Lesung in Bayreuth, oder in der Podiumsdiskussion war es in Bayreuth und da konnte man halt eben unter anderem sehen, da bin ich am Bahnhof angekommen, man konnte auch sehen, in welchem Hotel war ich, welchen Weg bin ich ungefähr gefahren. Ne? Und das sind halt auch wieder Daten, wo man eben die Beziehungsgeflechte auch abseits dem, was auf der Plattform abgebildet wird, genau sehen kann. Vor allem in ländlichen Räumen. Ne? In der Stadt kann man ja sagen, gut, in dem Block wohnen halt locker irgendwie 50 Familien. Wer weiß, wen die besucht hat im ländlichen Raum. Kenne ich genug Freunde, wo das Haus ja so das einzige weit und breit ist, wo recht klar ist, wenn ich mich dort aufhalte, wen ich da eigentlich besuche. Und ich finde das ganz schön dreist, weil ich habe das Gefühl, hier wird systematisch so mit zweierlei Maß gemessen. Es gab in den letzten 20 Jahren immer wieder, wenn es um Kritik an Datensammlungen, vor allem von sozialen Netzwerken, gibt immer so diese Debatten, so, ja, Datenschutz ist ja so 90er, heute brauchen wir das gar nicht. Und ja, also unter anderem ein Verfechter der These, dass Datenschutz gar nicht so wichtig wäre, war halt Mark Zuckerberg,
der Gründer, Besitzer von Facebook. Und ja, das Interessante an ihm ist, da gab es auch mal so ganz viele Medienberichte vor einigen Jahren, der hat mal alle Grundstücke um sein Haus aufgekauft, damit ihm niemand in den Garten schauen kann. Und so jemand erzählt uns, naja, mit dem Datenschutz bei sozialen Netzwerken sollte man es nicht so eng nehmen. Ich finde, Profiling bei sozialen Netzwerken geht weit über in den Garten schauen hinaus. Und es betrifft eben auch vor allem Minderjährige. Und das Problem ist, dass Datenschutz längst nicht mehr etwas ist, was halt ja zum Problem werden kann bei sozialen Netzwerken. Also man kann ja auch dann sagen, diese Daten werden natürlich auch für politisches Profiling verwertet. Da gab es auch diese Debatten um Cambridge Analytica, wobei ich auch sagen muss, naja, also ob Cambridge Analytica wirklich so einen großen Impact gehabt hat mit dem, was sie gemacht haben, also rund um die Unterstützung von Donald Trump beispielsweise und Brexit, ja, kann man schwer, finde ich, wissenschaftlich valide nachmessen. Aber Fakt ist, dass das halt die Richtung ist, in die die Reise geht. Also diese Daten werden natürlich dann halt auch systematisch genutzt. In dem Fall war es so, dass sie halt über ein anderes Unternehmen und über einen semiseriösen Wissenschaftler dann halt Daten von Likes und Profiling-Sachen aus Facebook rausgezogen haben, wobei man sagen muss, dass Facebook da halt auch eine ganze Zeit lang auch eine Schnittstelle einfach offen hat und es halt auch an Drittanbietern von ja, Anwendungen auch erlaubt hat, so Daten rauszuziehen. Aber es gibt auch andere Bereiche und besonders gruselig finde ich den ganzen Komplex Versicherungen. Und wenn man sich anschaut, was in anderen Ländern so an Produkten angeboten wird, dann läuft es einem wirklich heiß und kalt den Rücken runter. Was Sie hier sehen oder was Sie hier seht, ist eine elektronische Zahnbürste. Und diese elektronische Zahnbürste, die ist Teil von einer ja, Versicherung. Da geht es eben auch um Zahngesundheit und die haben da halt ein ganz tolles Anreizsystem überlegt, diese Zahnbürste verbindet sich nämlich mit dem Internet und die sendet dann an den Anbieter, wie oft und wie gründlich wahrscheinlich auch dann die Zähne geputzt wurden. Und jetzt sagt der ein oder andere, und genau, dann werden die Tarife oder die Prämien dann halt daran angepasst. Und jetzt sagt der ein oder andere vielleicht so, ja, das motiviert mich total zu putzen und jemand, der sich oft die Zähne putzt, der sollte dann auch weniger bezahlen als jemand, der sich nicht die Zähne putzt. Und jetzt muss ich sagen, so, naja, also unser Gesundheitssystem oder halt das Konzept von Krankenkassen, das basiert auf Solidarität. Ja? Und dann ist es ja natürlich so, dass Menschen unterschiedliche ja, Gegebenheiten haben. Ich fände es schlimm, wenn es Familien gibt, wo dann gesagt wird, so ja, Kinder, ihr müsst euch jetzt die Zähne putzen. Wenn ihr nicht die Zähne putzt, dann fahren wir nicht in den Urlaub. Ja? Weil die steigenden Tarife dann halt vielleicht so einen großen Unterschied machen, dass bei einer Familie, die nicht viel Kohle auf dem Konto hat, das tatsächlich einen Unterschied macht. Und jemand, der halt wie genug auf dem Konto hat, der kann nach einer Party sagen, boah, nee, ich bin so betrunken, mache ich morgen. Ne? Also das sind ja halt Dinge, die einfach halt Menschen mal machen. Und solche Anreizsysteme entwickeln aber auch einen ganz anderen Charakter, je nach Einkommensgruppe. Es gab in den USA auch vor einigen Jahren, 2018, Proteste von Lehrerinnen und Lehrern in West Virginia. Also da gab es halt irgendwie, ja, wurden halt unterschiedliche Rahmenbedingungen geändert. Dann ging es halt unter anderem um Arbeitszeiten, um Gehalt und so weiter und so fort. Es ging aber auch um Gesundheitsleistungen. Und aus einem Artikel aus der New York Times ist folgendes Zitat. Gut, die erste Zeile kann ich nicht lesen, weil die Präsentationsanzeige davor steht. Aber Sie haben, ich glaube, das war, Sie haben Go 365, ist richtig, installiert, eine App, die ich auf meinem Smartphone installieren soll, um meine Schritte zu tracken, um Punkte zu sammeln. Wenn ich nicht genug Punkte sammle oder die App nicht nutze, dann werde ich am Jahresende mit einer Strafzahlung in Höhe von $500 belegt. Jetzt muss man wissen, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer in den USA nicht wenig verdienen. Ja, und es gibt halt immer mehr Krankenversicherungen, die sagen, wir machen Anreizmodelle. Ne? Und du kannst was sparen, wenn du dich gut bewegst.
Und jetzt muss ich sagen, meine Krankenkasse macht das auch, aber es bewegt sich dann eher so im Bereich Kinogutschein oder halt irgendwie 10% Rabatt beim Yogakurs oder so etwas, wo ich sagen muss, so, naja, das tut jetzt Menschen nicht weh. Aber eine Strafzahlung von $500 am Jahresende, die tut sogar Menschen weh, die eigentlich gut verdienen. Ja? Und ich möchte nicht in einer Welt leben, wo beispielsweise eine alleinerziehende Mutter abends dann halt im Wohnzimmer im Kreis läuft, weil sie sich nicht einen Babysitter leisten kann, um zum Sport zu gehen und weil sie nun mal einen Bürojob hat, wo sie eben nicht viel läuft. Ja, also mangelnde Fitness hat nicht immer was mit Faulheit oder mangelnden Willen zu tun. Ja, also wenn ich eine bestimmte Form von Behinderung habe oder Einschränkung, dann kann ich halt nicht 10.000 Schritte jeden Tag laufen. Dann ist das sogar gesundheitlich ziemlich mies, wenn ich das machen würde. Und aber solche Anreizsysteme, die findet man im Übrigen nicht nur so im Bereich Gesundheit. Also in Deutschland gibt es so ein Modell, das ich halt ja auch ziemlich problematisch finde. Für Fahranfänger gibt es halt auch so Kfz-Versicherungen, wo gesagt wird, du zahlst weniger. Ne? Das macht für Fahranfänger einen unglaublichen Unterschied, weil die richtig viel zahlen müssen. Du zahlst weniger, aber dafür hast du eine App, die dann halt schaut, so ja, ob du gut fährst, ob du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hältst. Und wenn du das tust, dann hat das ja vielleicht auch so einen erzieherischen Charakter auf die Jugendlichen, dann zahlst du auch weniger. Und der erste Impuls bei vielen Leuten ist zu sagen, so ja, ist vielleicht ganz gut, so, mein Kind fährt dann halt irgendwie angemessen so. Es gab dann aber halt, also es gibt unterschiedliche Produkte so aus diesem Bereich und dann gab es halt eben auch ja, Verbraucherschützer, die sich mal reingeschaut haben, was sind eigentlich die Bedingungen, nach welchen bemessen wird, ob jemand jetzt eine hohe Prämie oder eine niedrige Prämie bezahlt. Und da waren halt auch so Sachen wie Nachtfahrt, ne? Oder fährt halt in der Gegend, wo halt viele Unfälle passieren. Und man muss halt sagen, man kann sich seinen Arbeitsweg nicht aussuchen. Ja, wo soll ich jetzt einen Umweg fahren, um halt einen Unfallschwerpunkt zu umgehen? Was ist mit Schichtarbeitern, die immer nachts fahren? Und nachts ist es halt ein höheres Risiko. Und was halten wir eigentlich davon, wenn es keine anderen Tarife wie das mehr geben würde und dann halt eine Hebamme im Notfall nicht schnell fährt auf einer Landstraße nachts, weil sie eben zu einer Geburt oder zu Wehen gerufen wird, weil auf die Dauer halt ihre Versicherungsprämie einfach extrem unbezahlbar werden würde. Ne? Und in der Wirtschaftswissenschaft spricht man an der Stelle von adverser Selektion, dass es halt sein kann, wenn es unterschiedliche Tarife gibt und die Anreizsysteme halt so sind, wie sie sind, dass sozusagen halt die Leute, die halt von einem bestimmten System profitieren, beispielsweise die Gesunden, ne, die gehen dann halt in bestimmte Tarife rein und in den anderen Tarifen bleiben dann halt vor allem die Leute, ja, die entweder sagen, meine Privatsphäre, die ist mir halt wichtig oder ich bin nicht bereit, mich da so durchleuchten zu lassen, oder halt die Leute, die tatsächlich halt auch gute Gründe haben, diese Bedingungen, die da gestellt werden, nicht erfüllen zu können. Ne? Und ich finde, das ist der Punkt, wo man auch sagen muss, gerade im Bereich Versicherung geht es bei Datenschutz eben auch sehr stark um Solidarität. Aber bevor wir jetzt zur Fragerunde kommen, möchte ich euch noch von ja, meinem überraschenden letzten Datenexperiment beziehungsweise meine überraschenden letzten Datenabfrage erzählen. Ich habe, also was viele nicht wissen, man kann übrigens auch eine bei Polizei und auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz und den Landesämtern für Verfassungsschutz fragen, ob die Daten haben. Also so gerade so im Geheimdienstbereich, dann kriegt man eher eine Antwort zurück, so nicht, wir haben keine Daten über Sie, sondern wir können Ihnen nicht sagen, ob wir Daten über Sie haben oder so etwas. Ne? Dann weiß man aber schon, da ist vielleicht was. Oder es werden auch aus ja, nachvollziehbaren teils Gründen halt nicht alles rausgegeben immer. Beispielsweise, wenn laufende Verfahren laufen oder so. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich immer gedacht, ich habe eine blütenweiße Weste, ich habe mir nichts zur Schulde kommen lassen und ich habe eigentlich eher aus so einem Pflichtgefühl dann gesagt, ja gut, dann frage ich, nutze ich halt diese Abfragemöglichkeiten und frage noch an, was so Polizeibehörden über mich haben. Und bin fest davon ausgegangen, ich kriege überall zurück, nö, wir haben nichts über sie. Umso überraschter war ich, als ich dann plötzlich von der Polizei in NRW einen Brief bekommen habe. Also erstmal, ich habe alle Bundesländer angeschrieben, da kam überall zurück, so, ja, Frau Nuchen, wir haben nichts über sie, wir haben nichts über sie, wir haben nichts über sie. Dementsprechend mit so einer Erwartungshaltung öffne ich den Brief von der Polizei in NRW und dann steht da so, ja, ups, wir haben was über Sie, Sie sind nämlich in der Verbunddatei Cybercrime.
Ja, Delikt, Fälschung beweiserheblicher Daten, Tatzeit 20.08.2013. Da musste ich erstmal schlucken. Ich so, was? Cybercrime? Ja, also man kann sich natürlich über technische Fertigkeiten streiten. Ich glaube, zum Hacker reicht es bei mir nicht. Aber ich wusste gar nicht, was habe ich da gemacht? Was habe ich am 20.08.2013 gemacht? Ich habe nie Post vom Anwalt bekommen. Ich musste mich nie vor Gericht für irgendwas da verantworten. Also habe ich erstmal angerufen und so war eine Mitarbeiterin dran. Ich so, ja, Folgendes, was ist das? Können Sie mir das erklären? Ich weiß von nichts. Sie so, ja, wir müssen ja erstmal, das ist tatsächlich irgendwie merkwürdig. Ich bringe das in Erfahrung und melde mich. Ich habe natürlich nicht abgewartet, sondern erstmal meinen Anwalt angeschrieben und ich so, ja, hier ist das Aktenzeichen. Das habe ich in diesem Fall geschwärzt. Hier ist das Aktenzeichen. Als Anwalt kannst du ja das Aktenzeichen anfordern von der Beschuldigten. Das hat er dann auch gemacht und daraufhin habe ich eine ellenlange interne Korrespondenz von unterschiedlichen Behörden bekommen. Stellte sich nämlich raus, im August 2013 hatte ich eine Protestwebseite zum Thema, welche Ironie, Datenschutz ins Netz gestellt, wo es um Protest ging gegen eine Änderung, also gegen die Neuregelung der Regelung auf Grundlage dessen man Bestandsdaten anfordern kann. Also Bestandsdaten, das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, kann man im Grunde sagen, sind halt so Daten, die halt bei den Telefonanbietern sind, wie Adresse, Anschrift, aber auch Bankverbindungen, kann aber auch PIN und PUK sein und unverschlüsselte Passwörter. So, ne? Und da war ich Teil einer Gruppe, damals halt auch mit Patrick Breyer, der heute im EU-Parlament für die Piraten sitzt. Auch damals war ich halt auch in der Piratenpartei. Und wir haben dann so Proteste organisiert, Demos, und dann haben wir eine Website gemacht, wo wir erklärt haben, so, naja, warum ist das problematisch? Warum finden wir das problematisch, die Regelung, wie die jetzt geplant ist? Und Patrick und ich haben dann halt auch noch gemeinsam eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, die auch Jahre später übrigens in weiten Teilen erfolgreich war. So, ne? Also muss sagen, ich habe eigentlich nur meine demokratischen Rechte so wahrgenommen. So, das fand halt aber irgendjemand nicht so geil und hat dann halt geschrieben, so ja, hier diese Webseite, die ist ganz problematisch, weil die nutzt halt Logos von Bundesbehörden, in dem Fall Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für Verfassungsschutz und noch irgendwas, was mir gerade nicht einfällt. Und ja, die Seite ist illegal, ne, so nach dem Motto. Und jetzt muss man sagen, das war eine Satire-Website. Das heißt, wir haben, also es war unmissverständlich eine Satire-Webseite von, und da ist es halt auch möglich, mit Logos von Behörden zu arbeiten. Und das haben dann tatsächlich auch andere Behörden, die das dann geprüft haben, das konnte ich anhand der internen Kommunikation sehen, so gesehen, ne? Also sie haben dann gesagt, so ja, hier, wir haben uns die Webseite angeschaut. Ja, das fällt unter Pressefreiheit, Kunstfreiheit. Ja, werden wir jetzt nicht weiterverfolgen. Was ich aber gruselig fand, war, dass so Notizen in diesen Unterlagen waren. Unter anderem BAföG-Betrug, Fragezeichen. Ich habe nie in meinem Leben BAföG bekommen. Dann war halt irgendwie so Waffen, Fragezeichen. Ich habe auch nie einen Waffenschein gehabt. Und es wirkte halt fast so, als wenn es für irgendjemanden ein Problem war, dass ja, wir diese Kampagne gemacht haben. Also kann ich nicht beweisen, kann ich nicht sagen. Ich muss nur sagen, diese handschriftlichen Notizen waren halt echt creepy. Ich habe dann gesagt, ich möchte, dass diese Daten gelöscht werden. Also die Polizei hat dann auch tatsächlich diese Daten gelöscht. Was aber natürlich trotzdem ein mulmiges Gefühl bei mir hinterlassen hat, war so dieser Gedanke, dass es halt möglich ist, in so einer Datenbank zu landen, obwohl man nichts verbrochen hat, wegen nichts verurteilt wurde. Und weil einen ja keiner informiert, kann man auch nicht anfangen, ja, Bemühungen zu unternehmen, damit das gelöscht wird. Hierzu muss ich sagen, ich bin ja jemand, der halt auch Bücher schreibt, auf Podiumsdiskussionen ist. Also ich bin beispielsweise halt öfter mal auf Podien mit Leuten, also mit Innenministern aus Bundesländern oder halt in Talkshow-Runden, halt auch mit Ministern auf Bundesebene. Und ich weiß nicht, ob da vorher ein Sicherheitsscreening gemacht wird. So, wer ist denn da noch so? Und ob vielleicht irgendjemand mal geguckt hat in der Akte so, ach ja, übrigens, da ist ein Treffer in irgendeiner Datenbank und mich deshalb anders behandelt hat. Ich weiß es nicht. Aber allein, dass ich nicht ausschließen kann, dass so etwas eventuell mal vorgekommen ist, finde ich, ist nicht ideal, um es mal so freundlich zu formulieren. Ne? Und deshalb auch, ja, also auch vor allem politisch interessierten, aktiven Menschen, die halt auch vielleicht wie ich öfter mal Demos anmelden, würde ich mittlerweile tatsächlich dazu raten, ab und zu mal alle paar Jahre so eine Datenabfrage zu machen. Ne? Also
Ich hoffe, dass man halt nicht auf so einen Fall stößt. Muss sagen, das ist halt schon ziemlich außergewöhnlich. Aber ich habe halt damals auch nicht damit gerechnet. Ja, und damit komme ich auch schon zum Fazit, ne? Also jeder hat etwas zu verbergen. Und ich glaube, man muss sich da auch gar nicht rechtfertigen, warum man etwas zu verbergen hat, sondern ich finde, ja, Geheimnisse zu haben, einen Raum für sich zu haben, um beobachtet sein zu wollen in bestimmten Momenten, ist halt einfach ein zutiefst menschliches Bedürfnis, das wir brauchen, um gesund zu sein, das wir aber auch brauchen, damit unsere Demokratie funktionieren kann. Edward Snowden hat mal was sehr Kluges gesagt. Er hat gesagt, das Argument, dass ihnen das Recht auf Privatsphäre egal sei, weil sie nichts zu verbergen hätten, das ist so, als würde jemand behaupten, ihm sei das Recht auf freie Meinungsäußerung egal, weil er nichts zu sagen habe. Ja, also selbst wenn ich sage, post-privacy-mäßig irgendwie so, ja, ich habe nichts zu verbergen, meinetwegen könnt ihr mich nackt abfilmen und alle Selbsthilferatgeber, die ich lese, die poste ich eh im Internet. Das ist schön, dass ihr das macht, aber ihr müsst halt immer davon ausgehen, es gibt Menschen, die haben halt ein besonderes Schutzbedürfnis oder es gibt Menschen, die haben halt Angst, dass sie negative Konsequenzen beispielsweise durch den Arbeitgeber oder whatever halt bekommen, wenn bestimmte Sachen ja für jeden einsehbar ist oder halt für bestimmte Gruppen, die Macht über ihr Leben haben, einsehbar sind. Und deshalb finde ich, ist Datenschutz halt nicht etwas, was man so als Luxusgut abtun sollte, sondern gerade je mehr sich unsere Demokratie auch vernetzt, je mehr wir digitale Medien nutzen, je mehr Datensammlungen es über uns gibt, desto mehr können diese Datensammlungen eben auch Einfluss auf unser Leben, aber auch auf unsere Gesellschaft nehmen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören.